The trident. The bow and arrow. The axe. The great battle in which Ganesh lost his tusk. We find these symbols. We find the tusk. That's supposed to happen? Dunno. Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place of the Tusk of Ganesh. I don't like it. You don't like anything. Oh, thank you. I'm slipping. You know that treasure hunting is not at the risk of us, right? Neither is being a mercenary. You too. Partners. And hello, gorgeous. Well, history with the Saab made you the obvious choice. You lie to my face. Cards on the table. I need your help. And if you want the tusk, you need mine. It's a limit, can't change his spots. You know nothing about me. Not a casualty of war. Don't! Howdy, folks. Welcome to Act 2 Uncharted Lost Legacy. Ja, dann gehen wir doch gleich mal den Bierkuchen. Entschuldige mich kurz. Ich kann warten. Gutes Zeichen. Wortwörtlich. Mhm. Da drüben ist eine kleine Höhle. Okay. Kannst dich nicht verstecken. Nein. Hüpf in meine Tasche, kleines Andenken.
was Interessantes gefunden? Sag's mir nicht. Ja. Du hast noch ein Andenken gefunden. Ding, ding, ding. Die Baumschädel fehlt. Vorsicht! Ich glaube, Asafs Männer sind auch dort. Schau, das ist Ganeshas Dreizack. Das habe ich auch am Turm gesehen. Ganesha, Entferner der Hindernisse. Das ist sehr gut. Nun ja, wenn wir schon nach seinem Stoßzahn suchen, sollte ich mich informieren. Okay, man sollte sich mit ihm auch gut stellen. Du betest zu ihm, wenn du was Neues beginnst oder dich von Zweifeln und Sorgen befreien möchtest. Ah, Entferner der Hindernisse. Aber warum der Elefantenkopf? Sein Vater, Shiva, gab ihm den. Sehr aufmerksam. Nachdem Shiva seinen menschlichen Kopf abhackte. Oh, ja, das kennen wir doch alle, oder? Ist das Tor sicher? Noch nicht. Warten auf Cobra. Ich bin hinter dir. Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Thank you.
Schütze! Okay, los geht's! Seht ihr dort was? Ich sehe sie nicht! Genau vor dir. Ich werde dich finden. Das waren fast alle, denke ich. Alles klar bei dir? Gut. Ich denke nur an alles, was besser hätte laufen können. Ich denke lieber darüber nach, was schlechter laufen könnte. Eine viel positivere Sichtweise, sozusagen. Okay, los. Suchen wir unseren Riesenwasserhahn. Klingt gut. Was ist das? Keine Ahnung. Hab schon ein paar davon gesehen.
Bruder! Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Hm. Wird schon schief gehen. Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Und was ist mit dir? Nummer zwei. Hier ist noch eins. Drei sind erledigt. Hab dich. Nur noch eins. Zu guter Letzt. Das sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Radding. Großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck ist. Großes Radding passt. Ich das. Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Ja, klar gesehen. Da ist unser Wasserhahn. Also dann, schätze, das hier soll aussehen wie ein Dreizack. Gut geraten. Oh, das hier ist noch schwerer.
ist Ganesha. Hallo, Sir. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow. Hey, was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarscht mich doch. Aber sowas von. So mies. Geschafft? Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Eine nette Trophäe für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier. Direkt am Rand von Halebit. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort ruht im Seebett. Das ist also das mit dem Bogen. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Da. Entsprechend brachte er. Okay, suchen wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Ja. Fraser, da kommt Verstärkung. Oh, ja, klar. Wo kommen wir? Seh dich vor.
nicht mehr sagen.